Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu unserem Meditorial. Schön, dass Sie dabei sind. Ich gebe es zu, diese Woche hat mich der Lancet, als er in meinem Briefkasten lag, durchaus beeindruckt. Nicht etwa, weil eine super Schlagzeile zu einer wahnsinnig innovativen Studie im Editorial nachzulesen war, sondern weil es um etwas ganz anderes ging. Die Frage nämlich, was wir alle im Umgang mit sterbenden Patientinnen und Patienten noch besser machen können. Und genau das ist unser Thema heute. Der Titel Talking About Dying impliziert ja so ein bisschen, es geht um Palliativmedizin, aber längst nicht nur, man kann das auch viel weiter fassen. Es geht eben nicht nur um die letzten Tage und Wochen des Lebens, sondern der Report weitet den Blick ein wenig. Ich stelle mal kurz die vier Punkte vor. Zum einen könnte damit gemeint sein, jede Erkrankung, die voranschreitet und inkurabel ist. Schon das wäre ein Thema, um über den Aspekt des Sterbens auch mal zu sprechen. Zweitens, eine generelle Schwäche oder auch die Möglichkeit der Gebrechlichkeit, die vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren den Tod zur Folge haben könnte. Drittens, aber auch generelle Gefährdungspotenziale, die zum Beispiel einen plötzlichen Herztod in den Vordergrund rücken lassen. Und last but not least, lebensbedrohliche Situationen, zum Beispiel auch rund um Katastrophen. All das können Themen sein, um über das Thema Sterben aktiv zu sprechen. Wenn man sich den Report durchliest, dann gibt es fünf Barrieren, die uns daran hindern, das Thema Tod und Sterben aktiv anzusprechen. Eine davon sind kulturelle Erwartungen. Wir Ärzte scheinen immer zu glauben, die Patienten möchten ja gar nicht, dass wir mit ihnen über den Tod und über das Sterben sprechen. Das scheint nicht zu stimmen. Der Report zitiert eine Studie, in der unter anderem 77% der Engländer sagen, sie wüssten selbst gerne sehr klar, ob sie noch weniger als ein Jahr zu leben haben. Ich muss ehrlich sagen, als ich mich selbst in Palliativmedizin habe ausbilden lassen, haben mich die Rollenspiele, die es dort gibt, durchaus genervt. Schaut man sich aber diesen Report an, dann sind sie mehr als sinnvoll. Denn eine weitere Hürde, warum viele Kolleginnen und Kollegen so ungern über das Thema Tod und Sterben sprechen, ist das Vertrauen bzw. das Selbstvertrauen. Also das Selbstvertrauen, genau zu wissen, wie gehe ich denn in eine solche Situation und wie beginne ich das Gespräch mit einer Patientin oder einem Patienten, gerade auch, wenn es um das Thema Prognose geht. Eine weitere Hürde, die der Report herausarbeitet, ist, wer soll eigentlich mit dem Patienten, mit der Patientin sprechen? Der Hausarzt oder der behandelnde Kollege im Krankenhaus? Häufig schauen dann beide aufeinander und es geht so ein bisschen hin und her, wer ist denn nun eigentlich dran? Der Report sagt aber ganz klar, viele Patientinnen und Patienten haben heute keine hausärztliche Bindung mehr. Das heißt, man sollte es im Krankenhaus in jedem Fall beginnen, um es dann gegebenenfalls im niedergelassenen Bereich fortzusetzen. Soweit unser Meditorial für heute, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schön, dass Sie dabei waren. Und Sie wissen ja, wie immer finden Sie alle Links, also sowohl auf das Editorial des Lancet als auch den Report Talking About Diet von The Royal College of Physicians bei uns auf der Website, damit Sie sich Ihr eigenes Bild machen können.